Hallo und herzlich willkommen zurück zu Paragon. Ich bin Mr. Katafi, euer Let's Play, das Kaninchen, und wir spielen noch ein bisschen. Ich bin total heiß, es macht mir richtig viel Spaß und ich möchte euch Dinge zeigen, denn ich habe bekommen ein Kartenpaket. So dachte ich. Hallo? Ich hatte doch ein Kartenpaket. Fünf! Ich habe fünf Kartenpackungen, die ich mit euch zusammen aufmachen möchte. Und da ist hoffentlich einiges Gutes drin, denn darum geht es danach. Wir machen mal auf. Wir haben Windbarriere, physische Rüstung. Oh, Schild für dich und ein verbündetes Umfeld. Sehr schön, das passt sehr gut. Wirbelnder Zauberstab habe ich, glaube ich, schon. Himmlisches Leben, sehr schön. Stachelige Knochenrüstung, Rüstung und physischer Schaden. Und gezielter Lebensraub. Sehr schön. Lebensraub brauchen wir eh für unsere Fernkämpfer oder generell. Ist eine Intelligenz. Das ist zum Beispiel ganz wichtig. Hier oben die. Hier steht über den Kosten. Unter den Kosten steht immer ein Element. Wachstum, Intelligenz, Ordnung. Das ist insoweit wichtig, dass ein Charakter kann. Hat. Jeder Charakter hat zwei. Kommen wir später zu. Ich mache es noch hier fertig. So. Angenehmt. Das nächste. Was haben wir? Rotaugen-Nitro. Kritisches. Sehr schön. Mana-Regeneration. Ja, genau sowas brauche ich. Schreckensfest-Relikt. Lebensraub. Kritische Trefferchance. Wow. Wow. Kostet auch 6. Hier 5 und das kostet 6. Alter Schwede. Meine Güte. Teuer, teuer. Aber das sind halt auch die richtig guten Sachen denn, ne? Energiedurchdringung, sehr schön. Frühlingslaterne haben wir schon. Tobende Zeit, Ablenkverzeitverringerung, Schlüssel des Fürsten haben wir auch schon. Jägergetränk, selten, aktiv. 6 plus 6 Lebens... Oh, plus 6 plus... Spielerlevel. Sehr schön. Und das kostet auch nur 1. Das können wir also anstelle des Heiltrankes nehmen. Himmlisches Leben haben wir schon. Ist nicht schlimm, wenn wir übrigens was schon haben, denn wir haben, wenn wir das jetzt geöffnet haben, die jetzt haben wir einmal im Deck. Es ist wie in einem Kartenspiel, wie in Magic. Wir haben es jetzt einmal, beziehungsweise jetzt, weil wir es ja eben schon mal hatten, zweimal. Das haben wir, das hatten wir auch schon. Mana-Regeneration ist sehr gut. Das brauche ich. Geflecht der Schlingpflanzen. Lebensraub, schwerer Lebensraub, geil. Und tobende Zeit. Ah, Lebensraub ist sehr gut. Mana-Regeneration ist sehr gut. Und das ist das, was ich beim letzten Mal gesagt habe. Es ist hier so das Herz der Karten. Es ist so dieses, du musst Glück haben, dass du die richtigen Karten, sozusagen Glück in Anführungszeichen, ziehst. Während du blutest, erhältst du Angriffsgeschwindigkeit und physischen Schaden. Aha. Okay. Okay. Coole Sache, denn jetzt mit Level 5 kann ich eigene Kartendecks bauen. Und das sieht folgendermaßen aus. Wir wählen uns eine unserer Charaktere aus. Den nächsten, den ich mal spielen möchte, ist Muriel. Pass auf, ich lösche das mal hier ganz kurz, so. Ich habe schon mal ein bisschen probiert. Muriel habe ich schon einmal gespielt. Ist ein, in meinen Augen, Unterstützungsmagier. Und ich möchte jetzt mal Unterstützungsmagier sein. Wir hatten ja eben den dezenten Wahnsinnigen mit Molotov-Cocktails. Jetzt spielen wir Muriel. Und ich kann mir jetzt hier aussuchen, ich habe hier verschiedene Wahlmöglichkeiten, um mich schon mal an irgendwas zu orientieren. Und ich werde das hier mittleres Deck Unterstützung nehmen, als Orientierung. Und jetzt kann ich hier sagen, okay, das sind die Karten, die ich in meinem Deck habe. 40 Stück kann maximal in ein Deck, wie im normalen Kartenspiel, Magic, Yu-Gi-Oh! Und ähnliches. Und ich kann sagen, ich möchte die nicht, das nicht, das nicht. So, wir fangen an mit der Standard-Hauptkarte. Hier haben wir 1000 Lebenspunkte und 100% Schadensbonus. Alternativ dazu könnte ich nehmen, jetzt muss ich mal ganz kurz, kann ich die noch austauschen? Nein, kann ich nicht. Kann ich nicht. Es gäbe auch noch, dass ich mehr Schaden mache, aber ich gehe auf Unterstützung. Das ist ein Unterstützungsbild. Und Unterstützung, da hilft Leben, glaube ich, sehr gut. Heiltrank, da möchte ich jetzt gerne den nehmen. Allerdings weiß ich nicht. Doch Aufladung in 2, Abklingzeit, sehr gut. Dann nehmen wir nämlich den. So. Mana-Trank auf jeden Fall. Schlüssel des Sammlers. Ach ja, die Schlüssel. Wir lassen ihn mal drinne. Ich habe jetzt rausgefunden, ich glaube, ich habe rausgefunden, was es damit auf sich hat.
Schutztotem des Speers kann man machen. Es gibt auch noch andere Schutztotem, die einem auch noch etwas bringen. Genau, bei den Schlüsseln. Ich habe den Schlüssel des Sammlers hier. Und es gibt auch noch den Schlüssel des Magiers. Das ist ein richtiges Item, was dann auch noch aufwertbar ist und auch noch ein bisschen was bringt. Der hier hat schon den Schlüssel des Fürsten drin. Der bringt, ja, das ist eher so die Unterstützung, ne? Aber da kommen wir danach zu. So, Schutztotem des Speers ist einfach nur gucken. Und es gibt auch Schutztotem des Magiers. Der hat sogar zwei Aufladungen, kostet allerdings drei und nicht nur einen. Und bringt mir Energieschaden und Mana, lässt sich aufwerten und, ja, bla, das war's. Und dann gibt's noch den Schutztotem des Fürsten, Leben und Abklingzeitverringerung. Ich brauche ja keinen Schaden als Unterstützer. Ich brauche Mana und deswegen ist hier auch der Schutztotem und der Schlüssel des Fürsten drin. Dann haben wir noch die Hand des Propheten. Blitzzauber brauche ich eigentlich nicht, aber kann man drin lassen. Hand des Propheten, Energiedurchdringung und Leben. Ja, weißt du... Weiß ich eigentlich nicht so wirklich. Ich glaube... Da finde ich das hier eigentlich cooler. Ach, das ist eine... Ach, ist das? Ach, das ist ein richtiges Item. Ach so. Ja, ich lasse das weg. Ich lasse auch das weg, brauche ich nicht. So, abgestimmte Barriere. Und jetzt geht's los. Jetzt müssen wir natürlich gucken, was wir... Wir brauchen Mana-Regeneration, auf jeden Fall Mana-Regeneration und... Abklingzeitverringerung. Mana-Regeneration, Abklingzeitverringerung. Muriel ist ein Charakter, der Wachstum und Ordnung hat. Das ist das, was ich gemeint habe. Jeder Charakter, ich gehe nochmal ganz kurz zurück, das ist ja jetzt gespeichert, hat immer zwei Eigenschaften. Hier Iggy und Scorch hat zum Beispiel Wut und Verderben. Der hat nur Intelligenz, okay. So viel zum Thema immer zwei. Und ich kann nur die Karten geben, die dieses Element auch haben oder universell sind. Also ihr seht, viele sind universal, aber einige der zum Beispiel Tempusperle ist Ordnung, deswegen kann ich ihm Ordnung geben. Und da muss man natürlich jetzt ein bisschen gucken, dass wir irgendwie... Abklingzeitverringerung, Energieschaden. Ich hätte auf jeden Fall gerne mal... Kriegertrefferbonus ist mir eigentlich völlig wurscht. Physische Rüstung klingt natürlich sehr gut. Und Abklingzeitverringerung, kann ich da... Warte mal, habe ich überhaupt Mana-Regeneration? Shit, ich habe keine Mana-Regeneration für ihn? Och, das ist doch kacke. Ah, das Problem ist jetzt... Das ist natürlich doof. Die ganzen Karten mit Mana-Regeneration sind nicht Ordnung oder Wachstum gewesen, sondern Intelligenz. Aber das ist... Das ist natürlich blöd. Na, egal. Dann müssen wir ohne Mana-Regeneration auskommen. Sei es drum, dann brauchen wir halt mehr Mana. Und das sehen wir hier, das Diadem des Lebens. Der hat... Könnte ich jetzt zum Beispiel... Genau, jetzt könnte ich zum Beispiel sagen, der kostet... Insgesamt habe ich ja 60 Kartenpunkte zur Verfügung über das ganze Spiel, soweit ich das bisher gesehen habe. Und ich muss jetzt gucken, dass ich die so verteile, dass ich meine Karten trotzdem voll kaufen kann. Das heißt, jede Karte darf maximal 10 zusammen kosten. Die Karte selbst kostet zum Beispiel schon 3. Das heißt, ich habe noch 7 Punkte übrig, die ich in die Aufwertungskarten reinpacken kann. Und ich könnte jetzt zum Beispiel hier sagen, ich nehme dieses Leben weg und dieses. Dann bin ich jetzt, hätte ich jetzt noch 4 Punkte übrig und könnte himmlisches Leben nehmen. Hab aber nur eine Karte, das ist natürlich doof. Das ist natürlich ganz doof. Das heißt, da muss man natürlich gucken. Ne? Wenn ich jetzt hier 5 nehme, mit kann ich nur noch... Ne, die geht nicht. Dann nehmen wir das und... So. Ist viel Schutz und viel Leben. Dann das nächste. Diadem des Lebens. Obwohl es Diadem des Lebens heißt, haben wir nur... Ach, guck mal, Lebensregeneration in der Umgebung. Sehr, sehr, sehr schön. Und wir haben ganz, ganz viel Mana reingeprügelt. Lassen wir auch so drinne. Gehärtete Plattenrüstung bringt uns physische Rüstung und Leben. Und nochmal physische Rüstung, wie wir es voll aufgewertet haben. Und hier drinne steckt, wie wir sehen, schon viel Leben und viel Schutz. Und das lassen wir auch einfach mal so drin. Ich habe hier nicht so die Auswahl gerade. Das ist natürlich alles, was nachher kommt. Ich möchte nur mal so ein bisschen zeigen. Alpha-Leben und himmlisches Leben haben wir jetzt natürlich ganz, ganz oft. Erweiterte Zeit sind Abklingzeitverringerung. Das ist natürlich schön. Habe ich denn noch...
Ablingzeit, Ablingzeit, physische Rüstung. Der hat. Das Problem beim Diadem des Lebens ist, dass der nichts Besonderes hat, sondern. Achso, der hat die Lebensregeneration. Aber 4,2 sind halt auch nicht sonderlich viel, oder? Ich glaube, ich packe mir noch eins. Warte mal, ich habe jetzt den Stern der Härte. Eins. Der bringt zum Beispiel nämlich auch. Nee. Eins. Zwei, drei, vier. Ich habe vier Items jetzt drin. Dann packen wir noch weitere rein. Ich packe noch. Ich packe meinen Koffer. Packe dazu noch eine Zeitscherbe mit einer mit viel Schaden. Und pass auf, wir machen noch eine richtig. Du kannst keine weiteren Aufwertungskarten hinzufügen. Oh. Oh, bin ich okay, pass auf. Dann Schutztotem weg. Nehmen wir den Schutztotem des Fürsten. Wobei, nee, ich nehme den weg. Und nehme den normalen Schutztoten wieder dazu. Und wo war jetzt der, der jetzt mal. Irgendeiner hat doch hier Savage Zeitmagier. So, das sind jetzt schon sieben, dann kommt jetzt noch einmal Mana dazu. Dann haben wir jetzt sozusagen einmal die Scheibe des Zeitmagiers mit viel Schaden. Und einmal die Zeitscheibe des Magiers. Ach, ich hab die schon einmal mit viel Schaden. Ach so. Ja, das kommt davon, wenn man nicht liest, ne? Dann nehmen wir die mal ganz kurz weg. Ich packe mal erweitertes Mana und Schaden. Dann haben wir jetzt einmal mit viel Schaden und einmal mit viel Mana. So. Das haben wir 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt haben wir 5. Eins fehlt noch, aber ich habe keinen Platz mehr. Ich habe auch so viel Bullshit dabei eigentlich hier. Das sind so Dinge, Diadem des Lebens, abgestimmte Barriere. Ach so, die ist auch voll aufgewertet. Na gut, dann passt das. Wir nehmen das. So, jetzt haben wir unser eigenes Deck erstellt und können damit jetzt spielen. Lange noch gezeigt. Und 12 Minuten, aber das gehört da auch dazu. Das ist halt, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Teil. Je weiter man in dem Spiel kommt, ist es natürlich auch wichtig, sein eigenes persönliches Deck so zusammenzustellen, dass es zum eigenen Spielstil gehört. Und ist eine unglaublich coole Idee, so eine Individualisierungsmöglichkeit für den eigenen Charakter hinzulegen. Oder zu geben. Ich meine, das kennt man in Anführungszeichen auch schon aus Heroes of the Storm von Blizzard. Wo man ja auch seinen Charakter individuell aufbauen konnte. Und ich verstehe total, dass sie sagen, wir machen das auch, weil das ist. Ich muss mal ganz kurz sagen, dass ich Supporter sein möchte. Denn warum soll man sich nicht. Ich weiß nicht, was zuerst kam. Ob Paragon, nachdem Blizzard seinen Heroes of the Storm rausgehauen hat, erst kam. Also in Entwicklung kam, weiß ich nicht, glaube ich nicht. Aber selbst wenn, ist es nicht schlimm, wenn sie gesagt haben, hey, die Idee finden wir toll. Und selbst wenn sie es nicht von denen haben, finde ich, ist das recht toll. Denn Items an sich sind schon mal eine Individualisierungsidee, aber haben ja immer den großen Nachteil, dass sie im Setting beschränkt sind und du müsstest eine unglaublich große Palette an Items geben, um wirklich Individualisierung machen zu können. Ich meine, das sieht man in 2 zum Beispiel, wo es relativ fest steht, was du nehmen musst, welche Items. Also es gibt natürlich immer ein bisschen Varianz und klar, logisch, Individualisierung ist immer noch da und der eigene Geschmack. Aber wenn du hier so ein Baukastensystem an die Hand legst, dann kann jeder wirklich hingehen und sagen, ich baue das, was ich möchte. So wie es bei mir passt. Wenn ich merke, ich brauche mehr Mana, dann mache ich das und das und das besser. Und ja, dadurch, dass du sowieso noch hier auf Zufall angewiesen bist mit den Karten, weil du sie erstmal bekommen musst, ist das Ganze noch viel viel umfangreicher und nicht langwieriger ist das falsche Wort, aber langzeitmotivationstechnischer. Denn du hast vielleicht nie, also du hast vielleicht immer noch eine Karte, auf die du noch sparen möchtest, aber die du noch brauchst, wo du sagst, oh hier, das wäre noch cool, wenn ich die noch kriegen könnte. So wie ich jetzt zum Beispiel bei dem allerersten Mal mit dem Schützen gesagt habe, so, oh, es gibt keinen Lifesteal, deswegen ist das natürlich schwieriger und so.
Und jetzt habe ich gesehen, hey, es gibt Lifestyle-Items. Und jetzt habe ich vielleicht das Pech in Anführungszeichen, dass ich kein Lifestyle-Item habe, was auf meinen Schützen passt. Auf meine Bogenschütze. Und das heißt, ich muss jetzt gucken, dass ich an so eine Karte rankomme. Und ich kann nicht einfach sagen, ja, ich komme bei Zugriff auf alle Items und ich kaufe mir jetzt dann einfach das, was ich haben möchte, sondern ich muss halt Glück haben und auch darauf hinarbeiten und derweilen vielleicht erstmal in anderen Spielen. Man kann jetzt nicht einfach immer den gleichen spielen. So wie mir jetzt auch für Maurice hier, oder wie der hieß, hab den Namen gerade vergessen, da fehlt mir Mana-Regeneration. Ich habe Mana-Regeneration, aber nicht für ihn. Ist natürlich auch schade und ein bisschen... Aber, hey, gehört dazu, oder? So, und das ist er. Das ist er mit den coolen Flügeln. Roboter mit einer Roboterfrau übrigens, glaube ich. Und wir nehmen natürlich unser selbstgebautes Deck. Und wir fangen an mit dem, einem Schutztotem und einem Mana-Trank. Ach, ich wollte noch den mitnehmen. Scheiß auf Schutztotem. Gibt's nicht. Wir nehmen den Schlüssel. Kommt auf den Passiven. Du möchtest die linke Strecke angreifen, dann gehe ich auf die... Ja, so. Ich bin Support. Bedeutet, dieser Charakter kann Schilde geben. Und das werde ich auch tun. Das ist meine rechte Maustaste, Eifer. Gibt Verbündeten 61 Lebenspunkte Schild und Bewegungsgeschwindigkeit. Und das mache ich natürlich noch. Die anderen Fähigkeiten sind alle... Ich kann hin und her teleportieren mit meiner Ult, um Schild geben. Ich kann Boden... erzeugen, in dem Schild existiert und ich möchte jetzt erstmal, ich habe ja den, du stehst da, warte mal, ich gehe mal ganz kurz hier hoch, hier, da, der ist noch 130 Sekunden, und zwar muss man nämlich hier stehen, ne, lesen und so. Wir müssen jetzt mal schnell hier hoch, denn unser Freund kriegt ein wenig aufs Gesicht, weil ich nicht da war. Aber wir fallen dem jetzt mal in den Rücken. Und ich kann ihm halt... Ach ja, ich kann so eine Schildkugel werfen und damit hat der jetzt ein Schild. Und das ist voll cool! Finde ich jedenfalls. Ich brauche halt nur ganz viel Mana. Lauf, lauf, pass auf, pass auf, pass auf, pass bloß auf. Oh mein Gott. Stellen wir uns mal kurz davor. Ich meine, ich bin Support, okay, aber es muss... Ich habe auch Grenzen, mein Freund. Und mit Gleichmut, das... Ich hätte den anderen Skill nehmen sollen. Sorry, ich habe jetzt einfach die erstbeste Taste genommen. Mit Gleichmut füge ich halt Energieschaden zu und verlangsame die Gegner. Was natürlich auch eine nette Idee ist. Kann mein Nahkämpfer besser ran, ne? Ich muss mir diese... Achtung! Oh, Junge, ich hab nichts. Shit. Ja, Cooldown und so, ne? Nein, ich bin noch ausgewichen. Kein Mana mehr. Und dazu kommt noch, ich habe auch keine Dingspunkte. Keine Kartenpunkte. Ich will mal gerade gucken, ob unser Kartenpunkt schon fertig ist. Dann kann ich da mich schon mal draufstellen. Und den mal starten. Um wenigstens ein paar Karten... Münzen oder wie man die auch immer nennen mag, zu sammeln.
So, und zwar... Er ist fertig, sehr schön. So, und jetzt wird hier ein Sammler platziert. Durch meinen Schlüssel. Und der... Der sammelt jetzt konstant... Ja, Währung sozusagen für uns. Und die müssen wir natürlich immer wieder abholen. So. Your skill rises. Und damit habe ich meine Ladung verbraucht, ne? Das ist, ich werde natürlich erstmal noch den anderen Skill dazu packen. So. Hallo? Auch Mana-Regeneration. Ihr seht, wie viel Mana-Regeneration ich eigentlich brauche. Oder dass ich Mana-Regeneration bräuchte. Ja, ja, du willst auch. Komm. Klar, in deiner Welt. Alter, so wenig Mana. Sehr schön. Naja, Schild. Okay, er geht weg. Gehe ich mal ganz kurz. Da hinten die Dings abholen. Teleportiere mich auch weg. Da, ihr seht, der ist jetzt zur Hälfte voll. Und ich kann jetzt hier hingehen und sammle für die ganze Gruppentruppe. Und das ist halt eine echt nette Sache. Ich brauche eh Mana. Ich muss eh wieder zurück. Ich habe drei übrig. Und dann kann ich jetzt endlich mal den die Diadem des Lebens holen. So, dann heile ich ihn jetzt nämlich auch noch, wenn er in meiner Nähe steht. Wenigstens ein bisschen. Auch wenn ich kein Heilskill habe, hat er jetzt wenigstens ein bisschen Lebenregeneration. Ich weiß nicht, ob das pro Sekunde ist oder alle 5 Sekunden dieses... Also, das ist ja nicht angegeben, was das bedeutet. Diese 5,6 dort unten. Hallo. Oh Gott, was? Schade. Aber da hinten, die anderen machen auch ein bisschen Ordnung. So, ich mach mal hier noch ein bisschen... Ich krieg natürlich relativ wenig von diesen Bobbeln ab. Das ist mein kleines Problem. Oh, ja, ich kann jetzt meine Ult. Und jetzt kann ich mich auf der Karte hin und her teleportieren, wenn ein Freund Hilfe braucht. Das ist natürlich jetzt wieder mit Teamspeak oder sowas, wäre das natürlich alles einfacher, aber dann kann ich mich hin und her teleportieren zu meinen Freunden. Wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, der da in der Mitte braucht jetzt gleich Hilfe, weil da jetzt zum Beispiel plötzlich zwei Leute wären oder irgendwie sowas,
dann... So wie jetzt. Oh Gott, das war way of course. Er kriegt halt Schild. Gegner werden weggeschleudert. Und... Ich habe halt einfach viel zu wenig Mana. Das ist mein Problem. Das ist mein arges Problem. Ich weiß nicht, was ich machen soll, wenn ich kein Mana habe. Ich werde mal ganz kurz... Ah, super. Klasse. Dann gehe ich weg, sterben so. Ich hätte eh nichts machen können ohne Mana. Ich will mal ganz kurz hier diesen anderen Turm starten. Ja, was macht ihr denn da? Was geht denn da? Ihr sterbt aber auch gerade wie die Fliegen, meine Freunde. Kann ich jetzt einfach weggehen, oder? Ja, kann ich. Sehr gut. Fügen wir mal zu dem anderen Sammler. Und wegen meiner Ult brauche ich natürlich Abklingzeitverringerung. Der ist nämlich fast voll. Your skill rises. Gehen wir mal kurz hier hin. Sammeln das mal ganz kurz ein. So. Ah! Wie komme ich denn da hin? Shit! Ach, der war noch eins weiter. Kacke. Map Awareness und so, ne? Map Awareness ist das Zauberwort. Das ist ja nicht Map Awareness, sondern einfach Map Übersicht. Scheiße, die haben unseren Harvester zerstört, den ich gerade aufgebaut habe. Greifen gerade den anderen an. Ah, die machen unsere Harvester gerade kaputt. Schade. Ach, ich treffe auch nicht so damit. Ich denke immer, dass das eine zielsuchende Fähigkeit ist, dass ich einfach dorthin halte, aber das ist es ja gerade nicht. Es ist gerade nicht zielsuchend. Was ja eigentlich total toll ist. Aber ich muss doch erstmal in reinkommen. Ich habe den jetzt einmal gespielt, also da kann mir, glaube ich, auch keiner vorwerfen, dass ich den noch nicht perfekt kann. Wo hoppelt der denn gerade hin? Sehr schön. Bisschen im Auge behalten, was da drüben abgeht, weil ich glaube, die kriegen gleich Besuch. Ja, das dachte ich mir. Aber die kommen, wenn ich das sehe, kommen sie weg. Können wir hier nämlich mal ein bisschen für Spaß sorgen. Da kommt er schon wieder. Na komm, spring.
Shit! Töte ihn! Los! Ach, Kacke. Das war, glaube ich, seine Ult. Von Wahl. What? What? Meine Güte, die machen uns aber gerade ordentlich Messer. Dann mehr Mana, oder? Mehr Mana. Sehr gut. War gerade ganz kurz auf die Seite, um den Tower zu verteidigen. Gegen Big. Den kriege ich. Den kriege ich zur Not weggedrückt, Alena. Wenn er überlebt, der Tower. Sehr gut. Immer ein bisschen die Leute im Auge behalten. Damit ich zur Not hinspringen kann. Oh, jetzt wäre da hinten einer benötigt. Ist das der? Wer ist das? Bist du das? Ja, das bist du, ne? Komm hier. Ach, das ist ja gut. Gut, dass du wegrennst, mein Freund. Hallo! Oh, Alter, sowas kann ich ja mal ab. Weißt du? Ja, komm, der tötet mich mal gerade. Der kriegt doch mit, dass ich da mit dabei war. Ach, Wayne. Bringt jetzt auch nichts, was zu schreiben. Das heißt, ich teleportiere jetzt nicht mehr zu bestimmten Leuten. Ist okay. Weil alleine, weißt du, zu zweit hätten wir die da locker wegbekommen. Aber nein. Er musste ja wegrennen. Aber okay. Leider. Leider habe ich nicht mitbekommen, habe ich mir nicht gemerkt, wen ich dort hatte. Das ist gerade echt schade. Für mich. Boah, ich finde diese Map so unübersichtlich. Ach so, ich muss trotzdem noch hin zum Verteidigen. Aber ich bin Unterstützer, ich kann nicht verteidigen. Das ist nicht mein. Das ist nicht meine Skillung. Freunde. Ach ja. Rechte Maustaste ist nicht abbrechen. Wäre echt cool, wenn mal hier mal drüben einer hinkommen könnte.
Aber das ist halt wieder... Ich glaube, das ist einfach so ein Problem, der, dass das Spiel total neu ist und dementsprechend auch viele Praktiken noch unbekannt sind und auch viele Charaktere vielleicht noch unbekannt sind, dass ich zum Beispiel ein Supporter bin, obwohl ich es angekündigt habe, dass ich Support spielen möchte. Oh, ich brauche meine Ult, glaube ich, nicht steigern. Nutzt ja eh nichts. Aber garantiert bin ich schuld, wenn die jetzt, weil ich hätte ja mich hinteleportieren können, weißt du? So wie das eine Mal, dass ich mich hinter... Gut, das ist halt einmal. Sagt man, das will ich jetzt nicht für alles sehen und für jeden. Echt Abklingzeitverringerung? Sehr schön. Ah, sehr schön raus teleportiert. Nochmal wieder zurück, ich hab schon 7 Punkte. Wow. Ja, das mit dem Schlüssel ist halt so eine Sache, weil... Oh. Wenn sie das halt stehen lassen, lohnt sich das, glaube ich, schon nach und nach. Aber wenn sie das halt kaputt machen und... Ah, nö! Oh, kein Mana mehr. Schade, das war so knapp. Nein. So, Mana. Und jetzt brauche ich Abklingzeitverringerung. Ach, der Schlüssel des Fürsten, das ist ja für den Arsch. Abklingzeitverringerung. Abklingzeitverringerung. Leben, Abklingzeitverringerung. So. Ach komm, ich bin mal nett. Hallo. Merkst du das? Merkst du das? Okay, er hat es mitbekommen und ist nicht weiter weggelaufen. Was das macht, weiß ich noch nicht. Der haut ab. So.
Guck mal, der steht da oben in dem Schatten. Das ist natürlich richtig fies. Hahaha, da hat er einiges gefressen. Ah, schade. Schade. Ach, nicht rechte Maustaste. Was? Namen. Ich bin halt kein... Ich bin nicht zum Damage machen da. Ich bin Unterstützer. Ich habe kaum Damage. Sehr schön. Okay. Und gehen wir so hin. Wir müssen ja nicht immer unsere Ult verbrauchen, ne? Hier ist ja nichts. Ist ja Weg zu. Hallo? Gehen wir nach da unten, oder was? Aber er stirbt trotzdem noch, glaube ich, oder? Ja, sehr gut. Sehr schön. Sehr schön. So, als nächstes noch mehr Abklingzeit. Ich glaube, mehr Abklingzeitverringerung ist mehr gut. Denn der da hinten bräuchte schon wieder Hilfe und ich kann nicht, weil ich mich nicht teleportieren kann. Sehr schön. Aber hier Commander 52, da kann ich halt gerade nicht viel tun. Das ist mein Problem. Ich kann mich nicht hin teleportieren. Aber der hält das gerade auch so. Ich will mal den hier wieder aufbauen. Weep. So viel zu dem Thema, der hält das. Was ist nach da drüben eigentlich? Ja, ich muss mal ganz kurz hier rüber. Mal ganz kurz, ne? Oh, ich fall den von hinten. Ich komme von hinten. Das ist ja auch blöd. Wo ich so nützlich bin, wenn ich von hinten angreife. Hallo? Naja, sie haben sich irgendwie erschreckt.
Hinter mir ist einer, das ist ja nicht schön. Ich bräuchte mal hier drüben ein wenig Hilfe, Leute. Okay, nur noch zwei. Oh, dass ich wegteleportiert mit 2 Leben 50. Uiuiuiuiuiuiuiuiui. Oh, jetzt geht's hier. Ja, da unten. Na ja, Spaß. Okay, das kriegen die aber hin. Das ist 2 gegen 1. Hinter uns. Wow, ich hab einen Kill. Mama, hol die Kamera. Oh, ich hab kein nichts mehr. Vielleicht sollte ich mich mal verpissen. Nicht verarschen. Schau. Hopp. Dann haben wir hier noch mehr Leben. Und jetzt könnte ich den Schlüssel des Sammlers mal weggeben. Und dafür die abgestimmte Barriere. Das ist Rüstung. Schlüssel, Ablenkzeitverringerung und Mana. Mana und Energieschaden. Nehmen das und so. Mehr Schaden. Weil ein bisschen Schaden wahrscheinlich machen zu müssen hier. Ja, wir legen jetzt gerade alle unsere Schlüssel weg. Okay, der geht nach unten. Das ist natürlich nicht gut. Dann bin ich jetzt wieder alleine hier. Hier bräuchte ich mal... Okay, das bringt gar nichts, wenn ich das mache. Ich mache viel zu wenig Damage dafür. Okay, ich gehe mal mit in die Mitte. Wow. Ui, haui. Wir sind alle hier? Oh. Da oben. Ups. Alter, das ist voll der Kampf hier. 5 gegen 5.
Von da oben rennt einer. Der wird uns gleich in den Rücken fallen wollen. Wir sollten zurück. Ich brauche noch mehr Abklingzeitverringerung. Das ist so krass. Shit. Da haben sie mich aber ordentlich zerfleischt. Mehr Mana ist eine Idee. Aber ich möchte die andere Variante. Ist das die Nicht-Mana-Variante? Welche ist das? Genau, ist die Schaden. Ach nee, ich möchte Abklingzeitverringerung. Was haben wir, was Abklingzeitverringerung bringt? Nee, das sind Schlüssel. Nee. Irgendwas brachte mir doch noch das hier. Ach, den habe ich schon. Habe ich nur noch den Schlüssel? Abgestimmte Barriere? Energierüstung? Was macht denn viel Schaden? Sag mal. Ich habe nur physischen Schaden bekommen. Fuck. Das ist natürlich blöd, weil ich habe nichts, was physische Rüstung bringt, glaube ich. Ich muss gerade gucken. Doch, du bringst physische Rüstung. Schutz. Leben. Gott, stirb mir bloß nicht weg! Wow. Und wir können jetzt mal gerade beobachten, wie meine Lebenspunkte sich teilen. Das ist pro Sekunde sind das 7 Stück. Das heißt, das, was dort unten steht, ist pro Sekunde. Na, guck mal, da kommt unser Tanky-Tank. Die sind auch alle wieder da.
können da Umbro spielen. Ist hier da oben. Alle! Alle da oben! Ich weiß auch noch nicht, wie sie dieses Schild macht. Ich gehe mal nach da oben. Von da oben habe ich eine gute Übersicht. Ach, nö, da ist jemand. Shit, na gut, noch hat die getroffen. Sehr gut. Ja. Der eine pusht da unten durch. Schade. Ja. Ich stelle mich noch hier und teleportiere mich zurück. Wir dürfen den nicht verlieren. Weil jetzt liegen wir vorne gerade. Hallo. Denn wir haben jetzt die mittlere Strecke, die halt die stärkeren Minions produziert. Nebenbei hüpfe ich mal ganz kurz zu unserem Sammler hier. Okay, es geht in die Mitte, wie es scheint. Alle sprinten in die Mitte. Sprint nur mit. Sagte er und fiel runter. Nee, dann. Nicht auf die Seite. Ich weiß nicht, wer ist. Wow. Oh, hallo. Flieg, flieg! Ah, immer dieses im Kampf sein. Sehr gut. Ach Gott! Ich pushen aber auch gerade. Was? Destroyed.
Die pushen gerade echt schön getrennt. Die machen das echt super. Ich nehme dich. Naja, jetzt pflücken sie uns einzeln auseinander. Das ist halt gerade echt nicht gut. Sehr gut. Strecke anwerfen. Okay. Ich komme einfach dazu. Keine Sorge. Ich komme dazu, wenn es hektisch wird. Ansonsten werde ich hier erstmal versuchen zu defenden. Shit! Sehr gut, jetzt müssen sie sich nämlich aufteilen. Müssen sie gleich mal. Ein paar müssen jetzt zurück. Ich muss ja sagen, ich hätte gedacht, dass die, wenn ich da alleine stehe, dass sie mir entgegenlaufen. Hätte ich jetzt echt gedacht, und das ist schon wieder so ein krass langes Match. Es scheint halt wirklich normal zu sein, dass die Matches hier länger gehen. Was ich persönlich ein bisschen schwierig finde, weiß ich nicht. Kann aber vielleicht sich auch noch ändern in den nächsten Versionen. So. Sehr schön. Wenn einer hingeht, kann ich hinterher teleportieren. Warte mal, was? Okay, das ist alles kein Ding. So, sehr schön. So, wie sieht's aus? Der da hinten hat ein bisschen, steht ein bisschen alleine da, ne? Ist der wahnsinnig? Nee, nee. Oh Gott, das wollte ich gar nicht.
Da wollte ich nicht hinterher teleportieren. So schnell, wie sie den zerpflückt haben. Stirb! Boah! Ich mach halt echt so wenig Bumm! Meine Heiltränke sind noch aufgebraucht. Naja, gut, wir haben ja... Nein, er war geslowt, Gott. Oh, ho, 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 ho. Da war ich aber halb tot. Was kann man da jetzt noch reinpacken? Die hier, ne? Ein bisschen mehr Lebenspunkte und ein bisschen Defense. Ich habe wenig Karten, die ich da reinpacken kann. Das Deck muss ich nochmal überarbeiten. Funktioniert, ich möchte mal gerade was probieren. Ich habe gerade eh Zeit. Funktioniert das auch so? Ja. Aber das dauert eine ganze Weile. Das dauert echt eine ganze Weile. Aber guck mal, die müssen sich so aufteilen gerade. Ach, scheiß drauf. The enemy core is under attack. Na, wenn wir mal gucken. Gar nicht so schlecht eigentlich mit 48 Punkten. Eigentlich ziemlich Mittelmaß. Aber genau Mittelmaß sehe ich gerade. Ich würde sagen 48 Item-Slots. Wir sehen hier 60, der ist schon full equipped. Wie sieht's aus? Einer kommt hier noch hinten zu uns. Ja.
Schild. Warte langsam. Hallo. Ah. Ihr seid aber ganz schön viele, meine Freunde. Ihr seid mir ein bisschen zu viele. Enemy double kill. Und jetzt kommt Commander, der sehr leicht pflückbar ist eigentlich. Schade. Oh, Kacke. Hallo? 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 The enemy core is under attack. Na, schade. Ich gehe nur kurz aufladen und komme dann sofort wieder rein teleportiert, denke ich mal, je nachdem, wo sie sind. So, denn ich kann hier zum Beispiel mehr Leben und mehr Rüstung hier holen. So. Und momentan ist es eher noch ausgeglichen, wo sie rumlaufen. Also ist keiner irgendwo in einem Kampf gerade von uns. Malekalinin rennt da hinten rum in der Nähe von Gegnern. Jizzle Be God macht... Habe ich einen Buff? Weiß ich nicht. Oh. Aber Jizzle Be Good kommt jetzt gleich von hinten. Oh Gott, das ist ein... Oh, Kacke. Jizzle Be Good wird ein bisschen Probleme kriegen. Was? Nein! Ach, leck mich doch! Ich bin in Ruhe hier. Schade.
Schade, schade. Wieso denn auf? Nein, ich glaube noch nicht. Wir haben uns gerade das Problem einfach, dass wir zu dritt gegen 5 gekämpft haben. Das war unser Problem. Das dürfen wir nicht tun. Wir dürfen... Ach, sind wir nur noch zu viert? Ach nö, wir haben denn... Ach, wieso haben wir denn Disconnect? Ach, das ist doch blöd. Das ist ja unschön. Oh, hübsch. Schade. Voll cool. Der ist voll cool, der Charakter. Mit Teleport oder mit Portalen? So ein bisschen Janus-Style, ne? Ich frage mich, warum ich die nicht mehr wählen kann. Wenn ich jetzt den zum Beispiel ablege, kann ich... Wieso kann ich den nicht mehr wählen? Hä? Okay, weil ich nur einen habe, vermutlich. Shit. Na, egal. Habe ich gerade ein bisschen Blödsinn gemacht, aber es ist... Ist nicht so schlimm. Sehr schön. Was? Von hinten? Ach nö. Er ist geslowt. Oh, ich mach so keinen Schaden. Und ich bin alleine. Jaha. So, was kann man da jetzt noch reinpacken? Nur noch den Schlüssel? Nur noch den? Na gut, was soll's. Bisschen nutzlos, aber hey.
noch mehr Abklingzeitverringerung ist immer gut. Ne? Wir sehen, wir haben jetzt schon eine Abklingzeitverringerung von 20%. Das ist doch schon ganz nett. Lass mich mal. Shit. Weggekommen. What? Das wollte ich aber nicht. Sehr gut. Ignorieren, glaube ich. Ah, scheiße. Oh mein Gott. Wir haben es echt geschafft. Krass, zu viert noch. Gut, wir hatten noch eine gute Vorlage. Dadurch, dass zwei von den Inhibitoren kaputt waren, aber... Alter, die Waldfee. Ging ja auch gar nicht lang. Alter Finne. War ja gar nicht lang, dieses Match. 4-4-14, ne, immerhin. Naja. So, was gibt es? Was gibt es Schönes? Haben wir irgendwas Tolles erreicht? Wir gucken mal. Wir schauen mal, was wir da bekommen. Ja, wir haben fast... fast. Okay. Aber wir haben Heldenlevel 2. Sehr schön. Damit bekommen wir 100% Ruf für den nächsten Sieg in einer Partie. Ah, sehr gut. Kartenpackung. Sehr schön. 5 zufällige Karten. Ein Helden freigeschaltet. Wir haben jetzt auch die Expertenhelden. Damit können wir alle... Und wir haben Zugriff auf mittlere Decks. Ja, das hatten wir, glaube ich, schon, ne? Nee, nicht. Ach, für alle. Ah. Bam. Und nochmal noch mehr Ruf. Noch mehr. Oh, eine neue Karte. Krittreffer und Lebensraub. Schön. Geringer Lebensraub. Okay. Nochmal Lebensraub. Schön, 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 schön. Das war doch ganz nett. Wir gucken mal noch, welche Karten wir bekommen haben. Ah, nee, da war es ja gerade. Hier. Das Kartendeck machen wir natürlich noch auf. Diese Folge fängt so an, wie sie geendet hat, indem ich Kartenpakete aufmache. Mana-Regeneration, Ordnung. Aber physischer Schaden. Oh, scheiße. 0,3 sind halt echt nicht so viel. Schade. Durchdringung. Sehr schön. Energiedurchdringung. Auch nicht schlecht. Und noch ein Jägergetränk. Naja gut, okay, das hätte ich nicht gebraucht, aber macht nichts. Nehmen wir trotzdem alles. Ja, so sieht das aus. So, jetzt können wir, jetzt wissen wir, wie wir unsere Kartendecks zusammenbauen und dass wir die, da auf jeden Fall noch auf andere Dinge achten müssen, denn scheinbar gibt es noch andere Sachen, die ich bei der Position der Karten bedenken muss. Naja, wir gucken uns das einfach, ich gucke mir das in Ruhe an und dann, ja, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.